So, wie geht das nun, dass wir Implantate in unser DVT einzeichnen? Wir schauen uns nochmal kurz an, wie die gerenderte Darstellung des Unterkiefers aus Fall Nummer 19 ausschaut. Wir erkennen hier das Foramen Mentale. Wir erkennen hier den Vierer, den Dreier einer Zahnhalsfüllung und die zwei CT-Röhrchen, die wir bei der Aufnahme eingesetzt haben. Wenn man mal ganz genau hinschaut, sieht man also, dass das linke CT-Röhrchen hier angeschnitten wird vom Rand der Volumendarstellung. Das heißt, dieses Röhrchen ist sehr wahrscheinlich nicht ganz mit auf der Röntgenaufnahme drauf. Wenn man das genau wissen will, das verifizieren will, dann gehen wir mal kurz hier auf die Messfunktion, klicken einmal mit der Maustaste und dem Pfeil die Unterkante des Röhrchens an und führen das ganz bis nach oben an den Rand. Wir haben hier eine Länge von 9,3 mm. Wir messen jetzt mal das rechte Röhrchen, messen da nochmal genau rein. Gucken mal, wie lang das ist. Das ist 10,1. Hier unten über die Kante kann man sich streiten, ob die richtig gesetzt worden ist. Die korrigiere ich nochmal ein bisschen. Aber man sieht, das kommt mit 10 mm Länge schon ganz gut hin. Also das rechte Röhrchen ist komplett auf der Aufnahme drauf, das linke nicht. Ich lösche diese Messungen wieder. Was wir jetzt sehr schön machen können mit der Kodak-Software ist, dass wir die Implantate genau erstmal achsengerecht für die CT-Hülse setzen, um zu sehen, wo wir denn eigentlich mit unserer Messhülse dann positioniert waren. Wir gehen dazu in die rechte obere Panoramaübersicht, stellen die Panoramaübersicht auf eine Dicke von 10 mm ein, sodass wir in der Panoramaübersicht dann die gesamte Schichtdicke des Unterkiefers sehen. Und das Erste, was wir zur Übung machen, ist, dass wir erst einmal hier die blaue Linie parallelisieren zum hinteren Röhrchen. Also wir versuchen jetzt diese blaue Linie so schräg zu kippen, dass die genau parallel zum hinteren Planungsröhrchen ist. Dann fahren wir mit der blauen Linie genau auf die Mitte des Röhrchens. So, und haben damit die eine Achse festgelegt, mit der wir letztendlich von bukal nach lingual schauen, nämlich genau die Achsrichtung des Röhrchens in dieser Ebene. Ja. Und wenn wir jetzt hier schauen, sehen wir also sehr schön den Querschnitt. Wir haben hier das CT-Röhrchen, wir haben hier den Unterkiefer und jetzt sehen wir hier ein kreisrundes Gebilde. Ja, was ist das? Natürlich unser Unterkiefernerv, den ich jetzt einmal einblenden werde. Ich werde das also so machen, dass ich dann einfach nur diesen Unterkiefernerv hier einblenden werde. Den hatte ich natürlich schon vorher eingezeichnet und wir können dann sehen in der gerenderten Darstellung, ich gehe nochmal auf die Vollvergrößerung hier, Ganzbildvergrößerung, dass dieser Unterkiefernerv, wenn man genau hinschaut, auf der Innenseite relativ weit lingual verläuft. Hier kommt also hier von Bukalregion 3,5 nach lingual sehr weit ab der Nerv und hat einen kleinen Loop, den ich hier eingezeichnet habe in der gelben Farbe nach vorne. Früher sagte man Anastomose, ja, Verbindung zur Gegenseite wahrscheinlich irgendwo hier in der Mitte. Heute nennen wir das einen Loop. Der Loop ist gelb und der Loop spielt auch für uns hier eine Rolle, damit wir uns mit der vorderen Hülse ein bisschen besser orientieren können. Also, der Nerv ist dargestellt, wie wir das im anderen Kapitel des Videotutorials gelernt haben. Und jetzt schauen wir mal, wie wir unser Implantat an diese Stelle mit der Achsausrichtung, die das Röhrchen bietet, dann dort einsetzen können. Wir gehen zunächst einmal auf die Messfunktion. Wir messen jetzt mal innerhalb des Knochens. Wir fangen hier an dieser Stelle an, wo also quasi die Mitte des Röhrchens auf den Knochen auftrifft und messen mal nach unten weg, damit wir eine grobe Orientierung haben, wie lang denn diese Strecke ist. Das sind 9,6 mm. Also denke ich, sollten wir ein 10 mm Implantat auswählen. Um das Implantat jetzt an diese Stelle einzuzeichnen, hier unten rechts in das Fenster, haben wir die Implantatachse über die blaue Linie, die wir hier verschoben haben, dann vorgegeben. Also die Achsrichtung hier in dieser Richtung wird immer durch die blaue Linie vorgegeben, wenn wir das Implantat setzen. Die blaue Linie ist unsere Hauptorientierungslinie für das Setzen der Implantate. Wir gehen jetzt hier auf das Platzierungswerkzeug, suchen uns ein 3,5 mm durchmesserbreites Implantat aus mit einer Länge von 10 mm. Ich nehme jetzt hier einfach mal die Firma Bredent
ohne da irgendetwas bevorzugen zu wollen. Und jetzt richten wir mal im rechten unteren Teil das Implantat aus. Das Implantat kann man auf folgende Art und Weise ausrichten. Im mittleren Bereich des Implantates kann man das Implantat anfassen. Da ist also ein Punkt markiert. Sie sehen hier, mein Mauszeiger wird zu einer Hand und damit, wenn ich die linke Maustaste drücke und festhalte, kann ich das Implantat in jede Richtung dieser Ebene hier bewegen. Nun, ich positioniere es mal hier hin. Und nun kommt die zweite Funktion. Ich gehe auf den oberen Anteil dieser Linie hier. Dort wird mein Mauszeiger wieder zu einer Hand und jetzt kann ich das Implantat in die Achse hier des Röhrchens hier reindrehen. Wir sehen, die Ausrichtung ist relativ einfach. Wir werden das Implantat noch etwas nach unten verschieben und sehen, dass wenn wir uns an der kristallen Knochengrenze hier orientieren, dass da an der Stelle dann eine Länge von 10 mm fast schon zu knapp ist, um das Implantat da zu setzen. Also wir haben hier relativ wenig Sicherheitsabstand. Wenn man geübt ist, kann man das sicherlich so setzen, aber wir sehen auch, dass wir auf der bukalen Seite bei dieser Positionierung hier ein Knochendefizit haben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn wir das mal in der gerenderten Darstellung uns anschauen. Wir sehen hier, wie schön das Implantat quasi die Verlängerung der Bohrhülse hier darstellt. Gucken uns das nochmal von oben an. Wir sehen also, es ist perfekt unter der Planungshülse positioniert und können uns jetzt mal anschauen, ja, ist die Stelle denn wirklich die richtige, um das Implantat hier reinzusetzen? Und wir sehen, wenn wir die gerenderte Darstellung uns anschauen, dass also die bukalen Anteile hier in dem Bereich freiliegen. Wir können die gerenderte Darstellung nochmal wechseln. Wir gehen also hier mit diesem Schädelsymbol auf eine andere Palette. Ich gebe jetzt hier mal Realist ein und dann sieht man die Knochenoberfläche deutlicher. Wir haben also jetzt eine weniger transparente gerenderte Darstellung und sehen die Knochenoberfläche und dann ist klar zu erkennen, dass also hier, wenn wir es so positionieren, an der Stelle ein bisschen wenig Knochen auf der Außenseite da ist. Jetzt gibt es natürlich zwei Dinge, Knochenaufbau oder Position des Implantats ändern. Ich versuche jetzt mal den Knochenaufbau zu vermeiden hier virtuell, dass ich das Implantat nach lingual kippe und körperlich nachlingual bewege und schaue mir dann einmal die Implantatpositionierung an. Wir gehen nochmal auf die Vergrößerung der gerenderten Darstellung. Wir schauen uns an, wie es jetzt ausschaut. Und dann sehen wir, dass wir eigentlich ein bisschen weit von der Zahnstellung her sehr wahrscheinlich hier lingual rauskommen, sodass diese Positionierung eigentlich nicht in Frage kommt. Also können wir dem Patienten schon in dieser Phase sagen, wenn wir dort ein Implantat hinsetzen wollen, wird es wohl ein relativ kurzes Implantat werden. Ich würde mal sagen, 9 mm hier wäre sicherlich ganz gut. Und wir werden auf der bukalen Seite einen Knochenaufbau brauchen. So viel kann man also nach dieser kurzen Zeit, nachdem man dieses Implantat ganz einfach hier eingezeichnet hatte, schon sagen. Wir können auch die Aussage treffen, dass hier die Positionierung, wenn man dann von der Gegenbezahlung her natürlich hier mit dem Sechser hinkommt oder den Sechser vielleicht auch ein bisschen weiter nach hinten verschieben muss, dass dann sehr wahrscheinlich hier immer vestibulär Knochenaufbau gemacht werden muss. Nun, machen wir dasselbe mal für den Vierer. Ich wiederhole jetzt nochmal den gesamten Implantatplanungsvorgang. Ich verschiebe die blaue Linie. Ich parallelisiere die blaue Linie zur Bohrhülse. So. Und dann, wenn das hier korrekt ist, dann suche ich mir ein Implantat aus. Ich nehme jetzt mal ein 11 mm Camlock, 3,8 mal 11. Das Camlock-Implantat kippe ich ein wenig in die Achsrichtung hier, verschiebe es nach oben und sehe, dass das auch ein bisschen knapp ist hier. Ja, also 11 mm, da kollidieren wir hier unten mehr oder weniger schon mit dem Foramen Mentale. Ich gehe nochmal auf die transparente Darstellung. Die Grayscale-Darstellung, wir sehen, dass wir ganz, ganz wenig Platz nur zum Loop haben. Und zum Foramen Mentale ist ein bisschen zu eng die ganze Geschichte hier. Wir sehen von oben wieder, wie schön das Implantat unter die Bohrhülse gesetzt ist. Das mit den Bohrhülsen ist jetzt natürlich nur ein Beispiel als Anhalter dafür, wie wir unsere Implantate positionieren. Selbstverständlich kann man diese Implantate auch ohne Bohrhülse positionieren. Dann wird das Implantat immer genau an die Stelle gesetzt, wo wir mit der blauen Linie sind. Nun, ich werde dann hier einmal ein Implantat Höhe des, ja, Siebeners ungefähr setzen.
Ich nehme dazu ein relativ kurzes Implantat. Ich sehe schon, der Unterkieferknochen hier ist relativ wenig hoch. Ich messe das mal kurz aus hier. Gehe einmal auf die Messfunktion. Da haben wir 7,5 mm. Ich kann die Linie noch ein bisschen nach unten verschieben. 8,5. Ich lösche die Linie wieder. Also ich werde ein 8 mm Implantat hier mal in einer etwas breiteren Version wählen. Wir sehen hier relativ breiten Unterkieferknochen. Ich gehe also auf das Planungssymbol. Mache alles, was ich eben auch gemacht habe. Ich gehe also hier auf ein, ich nehme ein 5,0 mal 9 für Demonstrationszwecke hier und setze dieses Implantat mal mit der Innenseite genau an die kristalle Grenze des Knochens. Wir sehen, auch 9 mm ist ein bisschen knapp. Ein Achter wäre auch sicherlich besser. Vergrößern das nochmal und sehen, wenn wir jetzt mal schauen, ja, es wird ein bisschen knapp, da der Nerv auch relativ weit lingual läuft. Ja, das kann man also hier in dieser Ansicht dann sehr schön sehen. Das war's für das Setzen der Implantate.